Jetzt. Ich bin Lutz Jahnke. Es freut mich, dass ihr heute Abend alle in die Akademie für interdisziplinäre Prozesse gefunden habt. Die AFIP gibt es jetzt seit mehr als 2,5 Jahren, aber zuerst zu mir. Mein Arbeitsplatz ist da vorne, dieser alte, antiquierte Tisch mit diesen beiden Monitoren und diesem CinemaScope-Ausblick. Und man erlebt ganz tolle Sachen in Offenbach. Und, oh, hey. Ich entwickle Identitäten on und offline. Ich bin unter anderem auch Entwickler. Allerdings, wenn es richtig hart kommt, dann rufe ich immer bei Sensory Minds an. Die können dann immer nicht, weil die voll sind mit Arbeit. Dann rufe ich wen anders an. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Visitenkarten da vorne an dem Tisch hinterlasst, wenn ihr geht, weil dann kann ich euch in unseren Newsletter mit aufnehmen, weil ich eure Adressen alle gar nicht habe. Also ich bin Designer, ich habe an der Kunsthochschule studiert. Vor 2,5 Jahren haben wir hier die AFIP aufgemacht. Ich habe sie mir aufgerissen, sie kostet mich 250 Euro im Monat und es gibt keine Heizung, dazu gleich mehr. Wir haben es durch die verschiedensten Formate geschafft, dass die AFIP von sehr vielen gemocht wird, nicht von allen, weil es gibt doch jetzt diese neuen 5 Sterne auf Facebook und wir haben leider nur 3,5 oder so. Ihr seid echt Säcke, ey. Ich bin nicht auf Facebook. Also auf jeden Fall gibt es ganz viele Zusammenarbeiten, international auch, mit Hochschulen aus Darmstadt, aus Gießen, aus Offenbach, aus Frankfurt. Wir hatten ganz wundervolle Veranstaltungen dieses Jahr und wenn ihr das kleine AFIP-Resümee hören wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen zu unserer Weihnachtsfete. Unsere Weihnachtsfete findet am 6. zum Nikolaus hier statt. Dann präsentieren wir euch 50 Meter von dieser tollen Heizung, die hier ringsherum außen entlang läuft. Die Kabel habe ich schon installiert. Die sieht man hier hinten. Naja, ihr seht es nicht, ich schon. Also wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, ich muss auf meinen Zettel gucken. Was gibt's Neues? Ja, verfolgte Künste, Webmontage, Happenings. Professoren aus ganz Deutschland kommen hierher. Wir haben tolle, wahnsinnig, immer tolle, wahnsinnig gute Konzerte. Und es gibt jeden Dienstag das offene Forschungsseminar, zu dem ihr herzlich eingeladen seid, weil nämlich jeder dort mitmachen kann, sonst kriegen wir das mit dem Interdisziplinär nicht hin. Also hier treffen sich nicht nur Künstler oder sonst irgendwelche komisches Volk, sondern hier entsteht richtig was. Und deswegen muss ich mich bei Gerald und Beatrix Hock bedanken, die hier seit Anfang an richtig die Scheiße gerockt haben. Die haben hier Stromkabel verlegt, die haben hier geschrubbt, geputzt, Tassen gebracht, Facebook-Marketing noch und nöcher gemacht. Hier vorne sitzt der Dieter Gebel, auch ein maßgeblicher Schneider an dem, was hier so passiert, Fotograf, Marketingleiter bei Portas und so weiter und so fort. Tolle Leute sind hier drin, über 30 inzwischen. Jetzt wieder ein bisschen Eigenwerbung. Die Eva-Maria Magel von der FAZ hat mich heute angerufen. Sie hat gefragt, ob ich für den nächsten Sonntag den Kulturtipp schreibe. Das werde ich tun, aber ich werde keine Schleichwerbung machen. Ich werde über abstrakte Orte, die ihr alle mitgestaltet, schreiben. Habe ich mir heute beim Essen überdacht. Warum wir zu dieser tollen Heizung kommen, das liegt an dem genialen Ivan Soldo. Der hat nämlich ein Unternehmen gegründet und ist Alleinvertreiber von dieser Heizung in Deutschland. Er hat darauf ein Patent. Er hat in Berlin nun auch seine DIN-Zeugs bekommen und er wird die AFIP als Showroom nutzen. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie so eine Sockelheizung geile Wärme macht, dann kommt am Nikolaus. Es gibt nämlich tolle Konzerte und Kurzvorträge und so weiter und so fort. Weihnachtsfete, kennt ihr Jubisic? Ein wahnsinnig genialer Pianist, die kommen im Februar. Auch um diese Zeit kommt wieder Rosa Brunello aus Italien, eine wahnsinnig tolle Kontrabassistin. Ihr könnt spenden, wenn ihr mögt, ihr müsst es nicht, aber es wäre toll, weil die Heizung kostet 8.000 Euro.
die muss sonst ich bezahlen. Was das Tolle ist, ab Nikolaus, wenn wir dann unsere Heizung haben, könntet ihr, wenn ihr wollt, hier auch arbeiten. Wenn ihr wollt. Es gibt in 50 Metern eine S-Bahn. Ich freue mich total, dass es den Webmontag gibt, weil es ist ein geniales Format, weil 2014 ist ja das erste Jahr, an dem mehr Endgeräte Web nutzen als Desktop-Computer, weiß ich jetzt inzwischen. Und das haben wir dem Markus Tucker zu verdanken. Danke, Markus. Also ja, danke, Markus, das ist die Webmontag. Nathalie, du bist wahnsinnig. Nathalie hat die ganze AFIP weiß gestrichen. Nathalie sorgt immer für Fotografie. Nathalie kocht wie eine Weltmeisterin. Nathalie ist am 5. Dezember beim Kochduell drüben im, wie heißt es da noch, Stadtteilbüro. Dort gibt es einen Kochwettbewerb, der immer in Offenbach stattfindet. An der Bar. Nathalie Färber. Nathalie Färber. Mit diesem kleinen Mistbock hier vorne auf dem Schoß. Evelina John, ihr könnt ihre Mützen für eure Kinder da hinten kaufen oder ihr Bier an der Bar. Evelina John. Diesmal ist es auch mal wieder Zeit, der Energieversorgung Offenbach zu danken. Wir haben seit 2,5 Jahren genau 19 Euro bezahlt für all das, was hier an Elektrik passiert. Total geil. Es gibt total viele andere, unter anderem Julian Flockton und Markus Zebisch, die fürs nächste Jahr schon wieder 5.000 Euro zugesagt haben an Fördergeldern. Ich freue mich, dass ihr hier seid und wünsche euch einen schönen Abend.